Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2 Episode 2 und wir sind hier im Menü. Warum? Weil hier direkt der Punk abgeht. Wir haben gerade das Auto repariert, eine Laserkanone dabei kaputt gemacht und jetzt geht's wieder los. Also, vamos! Alex scheint auch einen Knarre jetzt zu haben. Ja, tatsächlich, da ist er. Der Supply Cache hier. So, wie kriegen wir das alles raus? Durch das vordere Fenster, vor dem wir mit dem Auto stehen. Selbstverständlich. Nee. Da ist auch ein Gitter. Wie kommen wir jetzt da dran? Da ist. Ah ja, okay. Wir müssen uns noch an die richtige Stelle stellen und alles einsammeln. Sehr schön. Und zurück ins Auto. Hopp. Alex? Something on the radar. It's shooting. Dann halt so. So, das Auto sagte, dass der Supply Cache irgendwo hier direkt ist. Ah ja. Das sieht nicht gut aus. Wenn wir jetzt hier die Raketen kriegen, sieht das danach aus, als würden wir sie natürlich brauchen. Damit kommen wir nicht rein. Wir müssen wohl da hoch. Mit das hier. Das können wir runter und hoch klappen und. Ah, das ist schon hier ein Zeichen, was wir tun müssen. Sehr fies. Wir müssen das machen und dann uns hier hochschießen lassen. Das ist mal eine nette Idee für so ein Rätsel. Aber hier kriegen wir den Raketenwerfer und das bedeutet, dass wir ihn auch brauchen werden. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. So. Rocket Launcher, that'll come in handy. Mhm. Wir sehen auch schon, wo die nächsten Stashes sind. Nämlich hier rein. Wir schieben das Auto. Einmal, zweimal. Und hier müsste jetzt irgendwo ein Doppelcache sein. Getting a signal, but I don't see anything. Ja, das ist mit Sicherheit eine Falle. Das denke ich. Okay.
Ich denke, dass hier eine Falle ist. Nur wahrscheinlich ist das sogar so gemacht, dass wir gar nicht weiterkommen, wenn wir jetzt da nicht reintappen und diesen den Kampf, den ich erwarte, machen. So, dann schauen wir mal hier. Here they come. Wait, das ist ein Zombie, den kriegst du auch alleine platt. Hier ist nichts. Außer wir müssen über das Hausdach auf die Lagercontainer, wenn das möglich ist. Das sieht aber ja nicht so aus. Gucken wir das mal. Hoch. Ne, es sieht nicht so aus, als wenn man von hier aus Seiltänzern können wir nicht. Nein. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Da kommen wir her, wo wir jetzt hinkommen. Und dann werden wir wohl hier hingehen und lassen den Cache rechts liegen. Hier rechts hinten liegen, um genau zu sein. Genau, raste mal hier. Keine Ahnung. Ich bin zu faul weiter zu suchen. Eventuell führt uns der Weg sowieso dahin. Ich will jetzt das Picknick oben machen am Aussichtspunkt. So, Picknick am Aussichtspunkt. Hier ist sogar eine Tankstelle. Sehr praktisch, da können wir nochmal auftanken, bevor es losgeht. Ah, hier waren auch. Das ist eindeutig Combine-Handywerk. Also ganz ehrlich, die Zombies sind anders drauf. Und ich muss auch sagen, ich mache den hier, weil ich dem Braten nicht traue. Ja. Hier kommt eindeutig noch was auf uns zu. Deswegen will ich die Explosivfässer loswerden, bevor die uns noch zum Verhängnis werden. Ja. Okay. Würde ich sagen, gucken wir mal weiter, wo die Straße uns hinführt. Ja, hopp, befreien. So, hier ist ein... Das White Forest Inn. Das Weißwald. Ja. Hotel, Gasthaus, Gasthaus Weißwald, genau. Hier ist der Eingang, hier war wahrscheinlich mal eine schöne Rezeption und so. Da haben wir. Ja. This place must have been nice once. Oh ja. I wonder how long it's been since anyone stayed here. Das muss hier echt mal schön gewesen sein, das stimmt. Hier ist die Rezeption. Oder ein Dingstisch.
Oh, das erinnert mich hier an die Trinity Hot Springs in Paradise in Idaho in der Nähe von Boise, wo ich schon mal war. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Art. Super ruhig, heiße Quellen, mitten im Nirgendwo, mit so kleinen Hütchen und einem Haupthaus. Und in diesem Haupthaus sitzt auch so ein großes Wohnzimmer, was für alle Gäste quasi gemeinschaftlich ist, ein Gemeinschaftswohnzimmer mit einem super tollen Kamin. Und da hat mich das gerade so dran erinnert. Ja, das war mein allererstes Mal mein Engel in Boise besuchen. Das sind Erinnerungen. Und ich finde immer noch toll, dass seine Freunde das alles so organisiert haben, dass wir dann diese... It's a trap. Gordon, come on, get it. Also wieder rein. Das wusste ich schon länger, nachdem wir in der Falle waren. Die haben nur auf uns gewartet. So, da ist ein Jäger. Von dieser Waffe ewig langsam. Es ist sehr stark, die Waffe, aber wenn die so weit die Gegner laufen, ist das Geschoss zu langsam, als dass es sie noch trifft. Von daher muss ich quasi stehen bleiben und warten. Oder sie kommen jetzt zum Beispiel wie hier direkt. Kann es sein, dass hier einfach immer wieder neue Gegner kommen. Das war unmöglich, hier zu warten sollen, bis der schießt. Und wie man sieht, ich kann die damit auch an die Wand nageln. Das war gegen den Baum, aber jetzt. Oh. Ich würde sagen, der ist hinüber. Wieder neuer Jäger. Ich glaube tatsächlich, dass sie hier kommen. Genau. Und sie kommen hier gleich wahrscheinlich hier oben rein. Ich würde trotzdem noch üben speichern. Genau im richtigen Moment. Alex, was machst du? Bleib doch hier drin. Die kommen von alleine zu uns. Die wollen doch uns. Wieso? Wir haben sie genau da. Also die müssen ja direkt hier zu uns kommen, wenn sie uns wollen. Wo hat sie ihn geschossen? Wo ist sie? Alex, was machst du? Wo bist du? Oh. Ah, sie will mich darauf aufmerksam machen, dass einer der Jäger hier reingekommen ist.
Oh ja. Sind sie. Okay, dann sollen wir uns jetzt wohl den Huntern stellen. Das war wahrscheinlich für beim Kampf gedacht, aber das ist mir ja so ziemlich Wurst. Hier ist nichts mehr. Kabel, 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 Kabel geht da hoch. Muss jetzt gucken, wo geht das Stromkabel hin? Natürlich in das Haus da oben, wo wir schon drin waren. Ganz klar. Das muss mal echt eine sehr schöne Gegend gewesen sein. Irgendwas an dem macht, dass das einfach keinen Schluss hat. Hier ist halt Alien-Technologie. So. So, das Energiegerät ist hier. Und da haben wir natürlich gleich die Selbstschussanlagen. Da können wir eine Granate reinwerfen. There's the power source for the shields. Huh. They haven't skimped on security either. Mhm. Let me see if I can disable the shields and get you closer to the reactor. Das wäre praktisch. Okay, it looks like I can open them from here, but I won't be able to come in with you. Here goes. Sorry, Gordon. This thing's fried. Since I can't help you in there, why don't I stand watch outside while you disable the power cell? We've had enough surprises for one day. Okay, die Power Cell, das ist ein... Ich würde sagen, ich werfe erstmal hier eine Granate rein und gucke, was passiert. So. Nicht sonderlich viel. Dich habe ich gehört. Ein Klo ohne Zeugs drin. Okay, hier ist also schon ein, hier war schon, hat ein Schloss rumgelegen. Ich sehe es nur gerade nicht mehr. Das ist schon da, aber irgendwie geht diese Tür noch nicht auf. Kann ich mit E? Nein. Okay, die Tür kann man von innen aufmachen. Das ist bestimmt der komplett falsche Ansatz, aber irgendwo muss ich doch rausfinden, wie ich da... Ah ja, okay. Hier einmal komplett außen rum. Okay, dann geht es hier hoch.
diesem Rohr. So. Und hier runter. Und da rein. Genau. Ach, das gab's doch selber nicht. Da ist doch. Natürlich ist da noch Combine. So, Tankstelle. Entschuldigung. So. Jetzt hätten sie natürlich, ne? Sie hätten natürlich einfach das Auto zerlegen können. Uns fangen, das Auto zerlegen, dann können wir erstmal so schnell nicht wieder weg. Auch wenn wir die Force Fields kaputt machen. Kommst du, Alex? Ah, da ist er schon. Und ab geht's. Und da habe ich Mist gebaut. You know, it's a good thing I don't get car sick. So. Da müssen wir mit Vollgas drüber und noch mal etwas Anlauf nehmen. Auf jeden Fall. Das war mal meisterhaft. Aber scheinbar doch richtig. Scheinbar doch richtig. Ich dachte, das wäre jetzt die Straße gerade zurück, aber tatsächlich wollen wir hier runter. Ich bin nicht gut in sowas wie Driften oder so. Zeugs. Und der nächste Abschnitt wird geladen. Da haben wir schon den Ton und da geht auch das Spiel weiter. Nein, tatsächlich nicht. Also fahren wir erstmal hier runter. Over there. I see an antenna. I think that's White Forest. Well, we're close enough to make it the rest of the way on foot if we have to. Ich denke mal, dass wir hier das Wasser. Oh, ein. Das ist ein. Strider ist gut verletzt. Doc, sei vorsichtig. Er reißt ihn auseinander. Doc, are you all right? Wake up.
up, Doc. Please. You're all right. Ein Glück. Everything working all right? Good. You all right down there? We're fine. Dog okay. Better now. We've been waiting for you. Just follow the stream, then head up the other side. White Forest is right there. You can't miss it. All right. All right. Thanks. Okay, let's go. Ja, das war klar. Doc macht uns die Tür auf. Ein Rennen mit Doc. So wie ich Auto fahre. So wie ich Auto fahre, glaube ich das nicht, Tim. Aber ich kann es ja mal versuchen. So, jetzt sieht das Command-Schiff aus dem Weg. Das Ding ist schon recht groß, also braucht er da eine Weilchen für. So. Guter Junge. Ich trete aufs Gaspedal. Michael, der bremst mich aus. Hey, das ist witzig. So. Ich habe zu spät dran gedacht, dass wir den Turbo haben. Well, you won this time, dog. Let us in. Yo, let him through. Thanks. We had a feeling you were close when we saw a dog take off like that. I was never so glad to see him, believe me. Well, Gordon, White Forest. We made it. Safe at last. Ich glaube, hier wird es noch zu einem großen Kampf kommen. Und ich würde sagen, bevor der kommt, bevor wir sehen, was hier noch kommt, enden wir die Folge schon mal 2 Minuten früher. Ja, ich weiß, ich bin schrecklich. Wir sehen uns also nächste Woche und ich sage wie immer, ciao, miau.